wirklich schade, dass Captain Bulger tot ist und er sie nicht retten kann. Nicht so tot, wie du denkst, von Bruno. Du hast mir gesagt, du hättest ihn umgebracht. Er war paralysiert, mit Dynamit im Mund. Ich habe an alles gedacht. Nicht ganz. Als sie Dobbs in den Raum schickten, in dem ich paralysiert war, gab es eine ganz winzige Kleinigkeit, mit der sie nicht gerechnet hatten, dass er unsere Regimentskrawatte tragen würde, die aus hundertprozentiger Seide ist. Die statische Elektrizität neutralisierte zeitweilig das Kraftfeld, was mir Zeit gab, die Brennbarkeit des Cognacs auszunutzen, den sie mir vorher gaben. Mit der geringen Bewegungsfreiheit des Nackens, die mir unter der magnetischen Lähmung zur Verfügung stand, formte ich meine Nasenhöhlung zu einer Art Liebigschem Kondensator, damit auf diese Weise die Alkoholdämpfe auf einen Punkt konzentrieren würden. Dann ließ ich die Dämpfe mit solcher Wucht durch die Nasenlöcher, dass sie das Dynamit an der einen Seite entzündeten und dadurch eine Stichflamme entstand, womit die Lunte getrennt wurde und damit das Dynamit völlig harmlos machte. Oh, Bullshit! Der Rest war ein Kinderspiel. Sie wollen also Hiebe von mir, wohl an? Ich bin Ihr Mann. Sie wollen unfair kämpfen. Naja, was kann man von einer Nation erwarten, die nie Cricket spielen gelernt hat?